Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Landtag hat den von der Landesregierung eingebrachten Gesetzentwurf in seiner 31. Lesung am 18. September 2019 in erster Lesung angenommen und an den Ausschuss Inneres und Sport überwiesen. Die kommunalen Liquiditätskredite haben im Saarland mit rund 2 Milliarden Euro eine kritische Höhe erreicht. Ein Zinsanstieg würde die kommunalen Haushalte wegen der häufig mit kurzen Laufzeiten aufgenommenen Liquiditätskredite schon kurzfristig stark belasten. Die kommunalen Liquiditätskredite bedrohen folglich die kommunale Handlungsfähigkeit. Politisches Ziel ist die nachhaltige Überwindung der kommunalen Haushaltsschieflage durch die Erreichung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs, bei dem die Entstehung von Liquiditätsrisiken künftig vermieden wird, durch einen verlässlichen Abbau der aufgelaufenen Liquiditätskredite in einem definierten Rahmen und durch die Stärkung der kommunalen Investitionskraft. Das Land ist bereit, von den saarländischen Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt Liquiditätskredite in Höhe von 1 Milliarde Euro zu übernehmen. Sie werden dadurch zu Landesschulden und werden vom Land binnen 45 Jahren vollständig getilgt. Die bei den Kommunen verbleibenden Liquiditätskredite sind ebenfalls binnen 45 Jahren vollständig zu tilgen. Der jährliche strukturelle Haushaltsausgleich wird verbindlich vorgeschrieben. Gemeinden, die die Vorgaben nach diesem Gesetz einhalten, erhalten Investitionszuweisungen. Für Gemeinden ohne oder mit nur wenigen Liquiditätskrediten wird ein Ausgleich geschaffen, in dem ihnen neben allgemeinen Investitionszuweisungen noch besondere zugestanden werden. Der Gesetzentwurf wurde vom Ausschuss gelesen und es wurde eine Anhörung unter Beteiligung des Saarländischen Städte- und Gemeindetages, des Landkreistages, des Saarländischen Sparkassenverbandes und des Rechnungshofs des Saarlandes durchgeführt. Der Gesetzentwurf wurde seitens der Angehörten nahezu einhellig begrüßt. Die Koalitionsfraktionen haben zu dem Gesetzentwurf einen Abänderungsantrag eingebracht, der Ihnen als Drucksache 16/1049 vorliegt. Dieser enthält Änderungen unter anderem, was das Teilnahmerecht des Rechnungshofes an den Sitzungen des Kommunalen Sanierungsrates betrifft. Der Abänderungsantrag der Koalitionsfraktionen wurde einstimmig bei Zustimmung aller anwesenden Fraktionen angenommen. Der Ausschuss für Inneres und Sport empfiehlt dem Plenum einstimmig die Annahme des Gesetzesentwurfs unter Berücksichtigung des angenommenen Abänderungsantrages in zweiter und letzter Lesung. Vielen Dank.